Jo und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Randall's Monday. Hat sich richtig scheiße wahrscheinlich angehört, aber ich stelle ein bisschen Musik runter, oder? Nochmal ein bisschen. Ich habe vorhin gerade noch Musik gehört. Ich habe ja auch auf meinem jetzt momentan zweiten Bildschirm. Da, ich lade mir gerade noch so Daisy Epoch runter. Und ja. Da gehe ich nicht wieder rein. Mein Arsch steht auf dem Spiel. Okay, auf zur U-Bahn. Gehen wir zu Clayton's Cave. Ich verstehe immer noch nicht, warum lauter Koalas hier sind. Oh, da ist... Pater Roys Kreide. Ihm die wegzunehmen wäre so schwierig, wie einen Mogwai zum Fasten zu bringen. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Ein alter Billardtisch. Pater Roy hat heute seine eigene Kreide dabei. Könnte irgendwann nützlich werden. Blau. Blau? Eine Officer Murray-Figur. Der Hut ist doch schwach. Blauer Hut, rote Kleidung. Ich will diese Kreide haben. Oh, so ein Billardkö haben. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Es sollte wohl klar. Elaine, die weiße Kugel fehlt. Oh, irgendein Idiot muss sie geklaut haben. Hey, vielleicht hat der Dieb sie für irgendwas gebraucht. Ja, klar. Und ich bin sicher, du hattest nichts damit zu tun. Hey, diese Anschuldigung verletzt mich zutiefst. Okay, hier. Aber vorsichtig damit, das ist die letzte. Ich bin doch immer vorsichtig. Okay, ich lass dich mal weitermachen, Elaine. Mit diesen Herzchen. Die hat solche Herzchen-Dingens. Ohrringe meine ich. Oder solche Hänge-Ohrringe, wenn ich jetzt mal. Ich will mit Pater Roy spielen. Hey, Pater. Was stimmt nur mit dem Tisch heute nicht? Ich kann einfach nichts einlochen. Bin wohl etwas aus der Übung. Ja, ich weiß, ich sollte mehr üben. Aber was soll ich sagen? Mein Leben hat ein paar neue Prioritäten bekommen. So wie Fernsehen und Online-Poker spielen. Mit Ihrer Einstellung machen Sie es nur noch schlimmer, Pater. Ja, ich weiß, dass Sie schon an die 17 Meisterschaften gewonnen hatten, als Sie so alt waren wie ich. Aber was soll ich machen? Ich habe einfach nicht Ihre Skills. Außer Sie wollen andeuten, dass ich einfach schummeln soll. Oh, das ist es. Klar, wie alter Fuchsi. Tja, soll ich den verbotenen Stoß versuchen? Ihre Entscheidung, Pater. Aber beschweren Sie sich nicht bei mir über das zerlegte Mobiliar. Alles klar. Das habe ich noch nie versucht. Ich werde mein Bestes geben. Ich kann nur das machen.
mal im Ernst, Pater. Wenn was kaputt geht, sagen Sie... Ja. Der gehört auf den Tisch. Nee. Ein paar Billardkugeln. Nicht jetzt. Haben Sie das gesehen, Pater? So versenkt man alle auf einmal. Er sieht gerade... Wieder so. Es sollte wohl klar geworden sein, dass Pater Roy... Jetzt? Nicht jetzt. Scheint er den Billardtisch zu studieren, wie ich das gemacht habe. Ja genau, einfach auf die Lampe schieben. Mal gucken, was er lässt. Sieht so aus, als wenn sie heute nicht mit mir reden. Nein. Er ist ein Alpha. Ich will. Komm. Benutzen wir mal die Kreide. Oder. Jetzt hat er einen schicken blauen Hut. Und ist selber etwas blau. Aber naja. Gehen wir zum Rest. Pfandleihe. Den Heilungszauber. Ich glaube nicht. Da ist rote Farbe. Und wir wissen, dass wir rot brauchen. Jetzt trägt er einen schicken roten Anzug. Ich wäre dafür, dass wir den noch hinfixieren. Sehr schön. Was zur Hölle? Der verfickte Koala hat meine Figur geklaut. Herr, warum ich? Warum? Das ist verstecktes kleptomanischen Koalas, Mann. Ich werde kein einziges... Was? Hier versteckt sich das Wieso bist du da? Oh. Okay. Ich stehe doch hier nicht rum, bis das Vieh sich den Köder schnappt. Nur hoffen, dass er den Köder schluckt. Da gehe ich auf... Den nehme ich da jetzt nicht weg. Damit kann ich... Ja, es klappt sogar. Das sollte klappen, aber irgendwie... Verdammt nochmal. Ich kann's nicht. Niemand mit auch nur einem Funken Menschlichkeit würde sowas machen. Ich weiß, der kleine Bastard hat mich beklaut, aber er sieht aus wie ein lebender Teddy. Es muss einen anderen Weg geben, einen blöden Koala zu fangen. Ein Koala? Wo? Was im Namen von... Befehl von ganz oben. Wir müssen all diese niedlichen Schädlinge ausrotten. Die vermehren sich wie Ratten. Okay, aber fürs Protokoll, ich bin absolut gegen das, was du gerade getan hast. Kein niedliches Tier sollte je mit einem Hammer geschlagen werden. Weder in dieser Dimension, noch in irgendeiner anderen. Im Moment, nee. Im Moment. Die sehen ja niedlich aus. Aber ich bin sicher... Jetzt will ich nur noch meinen Captain Red haben und dann... ist alles... Wer weiß schon, welche Killer-Krokodil... Den nehme ich da jetzt nicht weg. Den nehme ich da jetzt nicht weg. Der perfekte... Die sehen ja niedlich... Du hast keinen Ausweg mehr, du verdammtes Beuteltier. Gib mir meine Figur zurück. Die sehen ja niedlich aus. Was mache ich mit diesem... Warum habe ich... Wow. Das sieht doch...
Egal, ich gehe einfach zurück und nehme einfach den Koala mit. Aber das war so geil, dass er den mit. Ich dachte schon wirklich. Ich dachte, Rand würde wirklich das den Hammer werfen. Das ist der einzigste. Also, man sollte sich merken. Also, merkt euch, Leute. Wenn ein Teleskopentenbügel nicht funktioniert, dann tut es ein Hammer schon. Dann ist er der letzte Ausweg. Also, werft immer einen Hammer nach euren Feinden, dann. Weil der Hammer ist OP. Hier hast du deine Rarität. Eine offizielle Captain Red Actionfigur. Handbemalt von behinderten Leuten. Ich glaube, seltener als das geht's nicht. Von was für einer Behinderung reden wir? Gestresstes, verprügeltes, verstümmeltes Nerd-Syndrom? Ach, ich dachte, das wäre schon an allen Schulen gründlich bekämpft worden. Es gibt so viel unnötiges Leid auf der Welt. Ja. Ich glaube, du hast etwas für mich. Na gut, er gehört dir. Unglaublich. Endlich. Ab jetzt läuft alles glatt. Ladies und Gentlemen, die Sci-Fi-Con schließt bald. Bitte verlassen Sie das Gebäude durch die Hintertür. Danke für Ihren Besuch und haben Sie einen schönen Abend. Was für eine schöne Nacht, meinst du nicht auch? Leider kann ich hier nicht rumstehen und übers Wetter quatschen. Ich auch nicht. Hab's ziemlich eilig. Ich auch. Was für ein Zufall. Wenn du nichts dagegen hast, gehe ich jetzt mal nach Hause. Nein, das tust du nicht. Oh Gott, tue ich das nicht? Genau das sagte ich gerade. Warum? Ist was mit meiner Wohnung passiert? Nein. Ich glaube nur nicht, dass du es heute Abend noch nach Hause schaffst. Alter, ich hab einen Hammer. Besser nicht, da kann ich nicht gewinnen. Gute Idee, ich glaube, er wacht gerade auf und Alter, sieht der angepisst aus. Was zum... Au, nein, hey, nicht da drin, au, oh, da beißt, nein, nicht beißt, Alter, du solltest mir doch helfen. Scheiß blödes Beuteltier! Du solltest mir helfen und mich nicht beißen! Ja, renn doch weg, du Feigling! Oh, warte mal. Ich glaube, der hat mein... Fuck! Der Ring ist weg! Oh nein! Oh nee, da ist er ja. Oh fuck. Professor Hicks, geben Sie mir den zurück. Oder geben Sie mir den Ring. Oder ich hab keinen. Hey, was zum Geier wolltest du da gerade tun? Wollte dich nur aufwecken. Man muss morgens was trinken, weißt du? Oh Gott, ich glaube, ich muss kotzen. Wie spät ist es? Es ist noch früh. Die Stadt schläft noch. Oh, was ist los, Kumpel? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Ach, verpiss dich. Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine von deinen langweiligen Reden. Und dann hat mir auch noch der blöde Koala was von meinen Sachen geklaut. Nur super. Einfach super. Ich sagte ja, du bist verflucht. Du hast aber nicht zugehört. Du verstehst nichts von der Macht des Ringes. Du bist einfach nicht intelligent genug dafür. Wenn du wie der Bösewicht in einem 007-Film redest, werde ich dich natürlich gleich viel ernster nehmen. Das Ende naht. Und du wirst dich noch gut an meine Worte erinnern. Welche Worte? Deine billigen Aphorismen aus dem Nachmittagsfernsehen? Man sagt, dass diejenigen, die die Vergangenheit ignorieren, verdammt sind, sie zu wiederholen. Aber welche Gefahren lauern auf jene, die die Vergangenheit nicht vergessen können? Jene, die davon besessen sind, sie zu wiederholen. Siehst du, genau das meine ich. Sieht so aus, als würde dir deine Situation langsam bewusst. Sachen aus dem Nachmittagsfernsehen. Du erinnerst mich immer mehr an mich selbst.
Du hast sogar auf der Straße geschlafen, verdammt. Tja, sobald ich diesen Scheißring wieder habe, wird alles wieder ganz normal. Dann bin ich hundertprozentig sicher. Denkst du immer noch, du kriegst ihn zurück, nur weil du das so willst? Junge, ich sag dir, dieser Ring macht, was er will und wann er will. Und glaub mir, er sucht sich den Ringträger selbst aus. Okay, aber ich weiß, wer ihn im Moment hat. Ich muss diesen Dieb nur finden. Tja, viel Glück dabei. Hä, was wurde... Lichtschwert habe ich noch. Hä, was ist jetzt weg? Ich habe ein paar Sachen mehr gehabt, das weiß ich. Ach, das fertige Papier und sowas wurde geklaut und so. Ah, ja. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was mir geklaut wurde. Hey, Matt ist nicht auf dem Titel. Vielleicht ist das jetzt die Gelegenheit, den Fluch zu brechen. Ich habe keine Zeit bei diesem alten... Wurde mir echt diese Notiz geklaut? Ja, die wurde mir auch geklaut von dem. Warum wurde die denn gecancelt? Sie sind nicht zufällig dieser Superagent, von dem alle reden, oder? Tja, vielleicht. Aber selbst die besten Samurai schneiden sich manchmal an ihren eigenen Schwertern. Was soll das heißen? Ich meine, ich konnte sie nicht retten. Wen? Armes Ding. Ja, aber wer denn? Es ist eine Geschichte von Verrat, Grausamkeit und Schmerz. Und, ehrlich gesagt, fällt es mir schwer, darüber zu reden. Ja, aber Sie können doch jetzt nicht einfach aufhören. Sie sagten was von Grausamkeit und Schmerz. Das sind so ziemlich meine Lieblingsthemen. Los doch, rücken Sie mit den blutigen Einzelheiten raus. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Das alles passierte vor 2 Jahren. Es war ein verregneter Tag und ich war auf Streife. Ich hätte nie geahnt, welch grausame Wendung das Schicksal für mich bereithielt. Ja, ja, weiter? Es ist so. Ich wurde dringend zum Molyneux Park gerufen. Also ging ich da schnurstracks hin und da sah ich es. Was sahen Sie? Kommen Sie, Murray, weiter! Es war eine Ente. Ein armes, kleines Entlein. Sie war mit dem Kopf unter Wasser gefangen und sie kam nicht mehr raus. Sie kam nicht mehr raus, verdammt! Oh, Scheiße! Ich sprang in den Teich. Und als ich sie aus dem Wasser hatte, atmete sie nicht mehr. Also machte ich Mund-zu-Mund-Beatmung. Aber es ist gar nicht so einfach für einen Menschen, die Lippen auf so einen Entenschnabel zu legen. Und als sie die Herzmassage ansetzte, brachen ihre Rippen wie trockene Zweige. Da verlor ich alle Hoffnung. Mein Gott, ich habe alles versucht. Aber es war mir nicht vergönnt, sie zu retten. Es ging nicht. Aber... Seit jenem Tag ehren und belobigen mich viele meiner Kollegen. Ich bekam sogar einen Orden. Aber auch das wird das kleine Entlein nicht wieder lebendig machen. Ja, aber... Mein Inspektor sagte, man würde eine Straße nach mir benennen. Ich will aber nur, dass sowas nie wieder passiert. Mary? Ich glaube, Ihre Kollegen machen sich nur lustig über Sie. Wie kommst du darauf? Glauben Sie wirklich, Ihre Geschichte ergibt einen Sinn? Die größten Geschichten sind am schwersten zu glauben, mein Junge. Da sagen Sie was. Und Sie haben wirklich einen Orden bekommen? Ja. Und die Überreichungszeremonie ist auch schon bald. Bald? Ist das nicht schon 2 Jahre her? Warum haben Sie denn dann den Orden nicht schon längst? Glaubst du, dass das Live Aid-Konzert über Nacht geplant wurde? Große Ereignisse brauchen Zeit und Vorbereitung. Der Captain sagte, man müsse noch die Fernsehrechte klären. Kann sein. Sie sind ein scheiß Held, Murray. Ich habe gar keine Zweifel mehr. Ja, deswegen habe ich in letzter Zeit so viel zu tun. Manchmal werde ich in der U-Bahn gebraucht, manchmal soll ich diese Conventions bewahren. Meine Vorgesetzten wollen sogar manchmal, dass ich ihnen persönlich den Kaffee zubereite. Das nenne ich mal Vertrauen, weißt du? Oh ja. Ganz klar. Diese Stadt braucht sie, wie Gotham Batman braucht. Ja,
so ungefähr.